Das Spätmittelalter. Europa zeigt seine dunkle Seite. Auf die Pest folgen Ritter, Tod und Teufel. Nichts bleibt, wie es war. Alte Ordnungen werden erschüttert. Europa brennt, vergisst seine Werte, wird zur Hölle auf Erden. Wer führt den Kontinent aus der Dunkelheit? Europa geht es gut. Fast nirgendwo lebt man besser und länger. Gestorben wird überall, nur nicht hier. Wenigstens hätten wir das gerne. Im Alltag blenden wir den Tod am liebsten aus. Doch alte Ängste kehren zurück. AIDS, Ebola, Vogelgrippe, Schweinepest. Moderne Seuchen sorgen für Endzeitstimmung. Was steckt dahinter? Panikmache der Pharmaindustrie? Ein besonderes Verhältnis zu Krankheit und Tod? Qu'est-ce qui t'arrive? Ich schütze mich. Quoi? Ich schütze mich vor Ansteckung. La contagion? Mais qu'est-ce que t'as peur d'attraper? Das fragst du noch. Vogelgrippe, SARS, Ebola, Zika-Virus. Wir sind umgeben von Seuchen. Bah enfin, ça fait longtemps que ça existe plus chez nous en Europe, tous ces trucs-là. Weißt du's? Kann sich schnell ändern. Ich bin lieber vorsichtig. Mais quel parano, hein? Maintenant, remarque, je comprends mieux pourquoi les Anglais utilisent dans leur vocabulaire le mot Angst, peur. Vous êtes quand même de sacrés trouillards, hein? Lieber Schisser und dafür am Leben. Gesundheit. Das darfst du nicht sagen. Enfin, quand on éternue en Allemagne, on dit Gesundheit, non? Ja, aber weißt du auch, woher das kommt? Niesen galt als erstes Anzeichen für eine Ansteckung mit der Pest. La Pest. La Pest? Mhm. Vraiment? Interessant. Mhm. Schisser. Kaum eine Epoche prägt unser Verhältnis zu Leben und Tod wie das späte Mittelalter. Äußerlich hat sich nicht viel verändert. Doch die Gesellschaft hinter Europas Burgmauern und rund um seine Kathedralen ist damals eine andere. Anfang des 14. Jahrhunderts bestimmen Adel und Klerus im christlichen Abendland. An der Spitze stehen die Päpste aus Rom und die Kaiser aus dem Reich der Deutschen. Die meisten Europäer sind Bauern, unmündige Untertanen, die nichts zu sagen haben, abhängig von den Launen der Natur und ihrer Grundherren. Es gibt auch unabhängige Städte, regiert von Händlern. Ein städtisches Bürgertum, das Europa zu Reichtum und Blüte führt. Auch Florenz verdankt dem Handel seinen Aufstieg. Doch Mitte des 14. Jahrhunderts hält die Pest Einzug in die engen Gassen der Stadt. Der schwarze Tod wird die bisherige Ordnung in Frage stellen, nicht nur hier. Er kommt über Umwege nach Europa. Steppenkrieger bringen ihn aus Asien ans Schwarze Meer. An Bord italienischer Handelsschiffe erreicht die Seuche 1347 auch Europa. Krankheiten kennen keine Grenzen, auch nicht die Pest. Sie befällt fast den ganzen Kontinent, rafft in wenigen Jahren über 20 Millionen Menschen hinweg. Die Hälfte der damaligen Bevölkerung. Ein europäischer Fluch? Nirgendwo wird der schwarze Tod Alltag und Kultur stärker prägen. Der berühmte Dichter Giovanni Boccaccio aus Florenz ist Augenzeuge des Schreckens. Eindrücklich beschreibt er das Elend. Alles war mit Toten angefüllt. Oft wurden auf einer Bahre zwei und drei zugleich hinausgetragen. Und nicht bloß einmal. Die Frau und der Mann, zwei oder drei Brüder, der Vater und der Sohn. Doch Boccaccio behält den Blick fürs Schöne. Während sich über Europa ein Leichentuch legt, schreibt der Dichter sein Meisterwerk, den Decamerone. Zumindest in der Fantasie gibt es einen Entrinnen vor der Pest. In seiner Erzählung gelingt einer Gruppe junger Florentiner die Flucht in die Toskana.
Hier lässt er sie das Leben feiern. In lasterhaften Geschichten. Eine Wirklichkeitsflucht, die Dichter aus ganz Europa inspiriert. Den Franzosen Rabelais, den Spanier Cervantes, den Engländer Shakespeare, später auch den deutschen Toskana-Touristen Goethe. Mit schönen Worten ist die Pest nicht aufzuhalten. Sie erreicht auch die letzten Winkel Europas. Weil die Friedhöfe überfüllt sind, werden Beinhäuser gebaut, wie das Etres-Saint-Maclou in Rouen. Der Tod ist allgegenwärtig. Er wird zum alles bestimmenden Motiv der Kunst auf dem ganzen Kontinent. Prägt die Pest eine europäische Kultur des Todes? Eine weitere Spur führt nach Tallinn in Estland. Angesichts der Katastrophe ist auch die Kirche machtlos. Die Menschen zweifeln an ihrem Glauben. Früher hieß es, die Guten kommen in den Himmel, nur die Schlechten müssen das Fegefeuer fürchten. Jetzt herrscht für alle die Hölle auf Erden. Egal ob Könige, Klerus, Bauern oder Bürger, der schwarze Tod macht keinen Unterschied zwischen den Ständen. Er stellt die Gesellschaftsordnung in Frage. Was bleibt, ist die Hoffnung auf das Jenseits. Der schwarze Tod, der Europa im 14. Jahrhundert verwüstet hat, war sehr bedeutend. Danach war nie wieder etwas wie früher. Die Menschen haben gesehen, dass vor dem Tod alle gleich sind. Und das war die wichtigste Botschaft. Wir sind gleich, ob jung oder alt, reich oder arm. Sehr wichtig war der Glaube, dass der Tod nicht das Ende bedeutet. Es gibt ein Leben danach. Der Tod ist nur der Zugang zum nächsten Leben, zur nächsten Welt. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Bis heute prägt er europäische Städte wie Warschau. Seit dem Mittelalter liegen die Friedhöfe mitten in den Siedlungen. Man distanziert sich nicht von den Toten. Und Katholiken zieht es jedes Jahr am 1. November an die Gräber ihrer Verstorbenen. Besonders die strenggläubigen Polen. Mit Kerzen setzen sie ein Zeichen der Hoffnung auf ewiges Leben. Vielleicht ist der Glaube hier stärker, weil das heutige Polen im Mittelalter von der Pest weitestgehend verschont wurde. Die vielen Toten im Rest Europas, längst vergessen und verdrängt, wie hier in Paris. Weil die Friedhöfe im 18. Jahrhundert aus allen Nähten platzen, verlagert man die alten Knochen in die Katakomben, die Unterwelt der Stadt. Der Tod als Touristenattraktion. Ansonsten gilt, aus den Augen, aus dem Sinn. Nicht nur in Europa. Heutzutage ist das Thema Tod für die Menschen zum großen Teil tabu. Es ist ein Thema, das vermieden wird. Wir leben in dieser Welt, als gäbe es keinen Tod. Wir leben und konsumieren und wir denken nicht darüber nach, bis der Tod kommt und uns mitnimmt. Heute begegnen wir dem Tod wissenschaftlich. Er wurde entmystifiziert, reduziert auf Krankheiten und ihre Erreger. Unter kontrollierten Bedingungen suchen wir nach wirksamen Gegenmitteln. Die Pest hat ihren Schrecken verloren. In Europa gilt sie als ausgerottet. Ihr Auslöser, ein unscheinbares Bakterium, lässt sich mit Antibiotika behandeln. Ganz einfach. Von dieser Erkenntnis sind die Europäer im Mittelalter weit entfernt. Die Menschen fühlen sich hilflos, ausgeliefert. Wo man hinschaut, Krankheit und Tod. Das rüttelt am Glauben, lässt an der Kirche zweifeln. Weil Gott keine Antworten gibt, suchen die Menschen einen Sündenbock. In den Kirchen finden sie keinen Schutz, aber einen Schuldigen. Die Juden. In vielen Gotteshäusern wird gehetzt statt gepredigt. Gegen den Willen des Papstes. Haben die Juden nicht den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt? Jetzt heißt es, sie hätten die Brunnen vergiftet. Eine absurde Behauptung. Normale Bürger werden zu Mördern in ganz Mitteleuropa. Die Juden verfolgt, vertrieben, ausgelöscht. Aus Aberglauben und Kalkül. Viele Christen haben sich bei jüdischen Händlern verschuldet, werfen ihnen Wucher vor. Der schwarze Tod
ist ein willkommener Vorwand, das verhasste Volk loszuwerden. Ist das das christliche Abendland? Europa am Abgrund. Auch aus Nürnberg werden die Juden im 14. Jahrhundert vertrieben. Ihre Synagoge soll Platz machen für den Bau der Frauenkirche. Heute erinnert nur noch ein Davidstern an das jüdische Gotteshaus. Ein Mahnmal aus längst vergangenen Zeiten? Der Antisemitismus hält sich hartnäckiger als die Pest. Im 20. Jahrhundert wird Nürnberg zu einem Synonym für den Judenhass der Nationalsozialisten. Der alten Stand der Reichsparteitage unserem deutschen Gruß zuzurufen. Nürnberg! Hier verabschieden die Nazis 1935 ihre Rassengesetze und reißen 1938 eine der ersten Synagogen ab. Ein Rückfall in die Barbarei, mitten in Europa. Die Judenverfolgung im Dritten Reich beginnt mit Schikanen und Stigmatisierung im Alltag. Plakate mit schlichten Parolen sind Vorboten einer Politik, die in den Konzentrationslagern endet. Die Nazis vergleichen die Juden mit Ratten. Vollkommene Entmenschlichung. Nicht im Mittelalter, sondern mitten im 20. Jahrhundert. Rund 100 Jahre nach der Pest trifft den Kontinent die nächste Katastrophe. Denn es ist kalt, sehr kalt. Ernten fallen aus, Europa hungert. Heute unvorstellbar, damals Alltag. Das muss Hexenwerk sein. Gott gibt keine Antworten. Die Juden sind vertrieben oder tot. Also nehmen Kirchenmänner das schwache Geschlecht ins Visier. War es nicht Evas Sündenfall, der die Menschen aus dem Paradies vertrieben hat? Jetzt verdächtigt man die Frauen der Hexerei. Auch Heinrich Kramer, ein Mönch aus dem Elsass. Das Elsass wird zu einem Zentrum der Hexenverfolgung. Kein Wunder. Es braucht nicht viel Fantasie, um hier einen Tummelplatz für Zauberer und Dämonen zu sehen. Wer will, kann in den idyllischen Dörfern noch heute Hexenhäuschen finden. Bücher verleihen dem Aberglauben Autorität. Wie der Hexenhammer von Heinrich Kramer. Eine Anleitung zur Hexenjagd. Und Ausdruck von Hilflosigkeit. Die Zeit der Hexenverfolgung ist eine kleine Eiszeit. Das heißt, das Klima hat sich verändert. Es ist sehr kalt, was zur Vernichtung von Ernten und Viehbestand führt, zu Krankheiten und Epidemien. Und das ist einer der Gründe, weshalb die Mächtigen in diesen Krisenzeiten nach Sündenböcken suchen. Das gibt es auch heute noch. Sich aus der Verantwortung zu stehlen und Sündenböcken die Schuld zu geben. Um zu verstehen, um einen Ausweg zu finden, um zu überleben. Die Hexenjagd beginnt im späten Mittelalter, erreicht aber erst danach ihren Höhepunkt. Der Aberglaube hält sich bis ins Zeitalter der Aufklärung. Rund 50.000 Frauen fallen ihm zum Opfer. Als eine der letzten wird die Schottin Helen Duncan 1944 nach dem Witchcraft Act verurteilt. Die Wahrsagerin ist den Behörden unheimlich, weil sie militärische Geheimnisse kennt. Und das kurz vor dem D-Day. Eher ein Fall von Spionage als Zauberei. Heute ist die Hexenhatz vorbei. Volksfeste erinnern an unsere dunkle Vergangenheit. Wie die Walpurgisnacht in Deutschland, die am Vorabend des 1. Mai gefeiert wird. Ähnliche Bräuche gibt es in ganz Europa. Der alte Aberglaube verbindet. Die bösen Geister werden nur noch symbolisch verbrannt. Und mit Rockmusik vertrieben. Ach,
es gibt doch nichts Besseres, als abends gemütlich auf dem Sofa abzuhängen. En tout cas, tu réponds clairement aux trois critères pour être déclarée sorcière. Was? Tiens, par exemple, ce thé-là, c'est quoi? Brennnessel-Eisenkraut. Botanique avérée, et ça, cet animal? Das ist eine Katze, das siehst du doch. Ton chat noir, et visiblement, tu es allé rôder à la tombée de la nuit? Ich war joggen. Peu importe comment tu appelles tes pratiques magiques. Ça suffit amplement pour un procès, mais la preuve irréfutable que tu fais commerce avec le diable, c'est que... Ja? Yeah. Tu es une femme. Was ist das für ein Buch? Das ist ja komplett geisteskrank. Le Marteau des Sorcières. Ce Heinrich Kramer, ce Dominicain, il était visiblement bien atteint. Aber offensichtlich hatte er vor allem Angst vor Frauen. Boom! Die kleine Eiszeit hat weitreichende Folgen. Nicht nur für Frauen. Anders als heute leiden die Europäer damals besonders stark unter den Folgen des Klimawandels. Durch sintflutartige Regenfälle fallen ganze Ernten ins Wasser. Eine Katastrophe für das bäuerlich geprägte Europa des Mittelalters. Denn viele Bauern müssen ihre kümmerlichen Erträge teilen. Die alte Ständeordnung zwingt sie zu Abgaben an Adel und Klerus. Sie füllen ihre Taschen, während die Bevölkerung hungert. Doch jetzt reicht es den Bauern. Seit dem 14. Jahrhundert gehen sie auf die Barrikaden. Von den Jacquerien in Frankreich über die Peasants Revolt in England bis zum großen deutschen Bauernkrieg. Erstmals geht das einfache Volk auf die Straße. Es fordert Freiheit und Gleichheit. Nicht erst im Himmel, sondern schon auf Erden. Also, meine Brüder, sind wir frei? Und wollen frei sein für immer. Auf Basis der Bibel formuliert ein deutsches Bauernparlament 1525 die 12 Artikel, die ersten Menschenrechte, lange vor der europäischen Aufklärung. Lange Zeit hatten die Bauern nicht mal das Wahlrecht. Sie existierten fast gar nicht. Es stimmt, dass sie zwischenzeitlich eine starke Macht sind und eine allgemeine Gefahr für die Herrschenden darstellen. Aber man blickt auf die Bauern herab, behandelt sie als Randerscheinung, als zurückgebliebene Dörfler, die nichts von der Welt verstehen. Dabei muss jeder auf der Welt essen. Jeder auf der Welt braucht Bauern. Heute sind Europas Bauern wieder in Wut vereint. Nicht Hunger treibt sie auf die Straße, sondern die europäische Agrarpolitik. Sie produzieren im Überfluss und haben trotzdem kein Auskommen. Beim Kampf um niedrige Preise können Kleinbauern nicht mithalten. Deshalb gehen sie in Brüssel auf die Barrikaden. Dabei sollte die Landwirtschaft den europäischen Frieden fördern. Nach dem Zweiten Weltkrieg, während der 50er Jahre, will man ein offenes Europa bauen, symbolisiert durch den Austausch von Lebensmitteln. Das ist für mich ein sehr starkes Symbol, dass Europa auf etwas so Wesentlichem beruht. Denn man kann nicht leben, ohne dreimal am Tag zu essen. Der Umstand, dass diese Politik zugunsten der Industrie zerstört wird, und dass jeder Staat seine eigene Politik macht, ist ein Symbol für die Spaltung Europas als gemeinsamer Lebensraum. Im Mittelalter bleibt die Mitbestimmung des Volkes ein Traum. Adel und Klerus machen kurzen Prozess mit den Bauern, überall in Europa. Während der König von England seine Untertanen zurechtstutzt, zettelt er im 14. Jahrhundert auch noch einen hundertjährigen Krieg an. Gibt es nicht genug Tote in Europa? Er will seinem Vetter, dem König von Frankreich, die Krone streitig machen. Eine Familienfehde, die aus dem Ruder gerät. Immerhin, der Krieg lässt interne Streitigkeiten vergessen. Auf dem Schlachtfeld verwischen Standesunterschiede. Der gemeinsame Feind verbindet. So entwickeln Engländer und Franzosen im Hundertjährigen Krieg erstmals so etwas wie ein Nationalbewusstsein. Jeder für sich. Blut und Eisen,
als Geburtshelfer der ersten Nationen. Ein Beispiel, das in Europa Schule macht. Jede Nation braucht Helden. Das ist im mittelalterlichen Frankreich nicht anders als heute. Ungewöhnlich ist, dass damals ausgerechnet eine Frau zum Vorbild wird. In dieser Bauernstube in Lothringen erblickt sie 1412 das Licht der Welt. Jeanne d'Arc. Jeanne fühlt sich berufen, die Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Sie hat Visionen. Glaubt, im göttlichen Auftrag zu handeln. Kann ich weg von zu Hause? Vorsicht. Du musst aufbrechen. Eine Frau, die Stimmen hört, könnte eine Hexe sein. Wie soll sie sich in der damaligen Männerwelt durchsetzen? Ihre Taktik ist bis heute nicht aus der Mode gekommen. Sie gibt sich maskulin. Dass man ihre geistige Gesundheit prüft, nachvollziehbar. Aber dass auch ihre körperliche Unversehrtheit kontrolliert wird, würde sich heute keine weibliche Führungskraft gefallen lassen. Erst nach Bestätigung ihrer Unbeflecktheit darf Jeanne für ihren König in den Kampf ziehen. Intakta. Als staatlich geprüfte Jungfrau. Am 8. Mai 1429 steht Jeanne ihren Mann. In Orléans, der wichtigsten Bastion im Kampf gegen die britischen Besatzer. Unter ihrer Führung befreien die Franzosen die Stadt von den Engländern. Die Geburtsstunde einer französischen Volksheldin, der Jungfrau von Orléans. Jeanne wird zur Ikone. Dank ihrer Hilfe ist die Krone Frankreichs wieder in französischer Hand. Doch der frisch gekrönte Herrscher lässt sie bald fallen. Er lässt sie im Stich, als sie in englische Gefangenschaft gerät. So schnell vergessen Nationen ihre Helden. Jeannes Emanzipation endet auf dem Scheiterhaufen. Sie wird als Ketzerin verurteilt und als Hexe verbrannt. Wie so viele Frauen damals. In der Neuzeit wird Jeanne von den Franzosen als Nationalheilige wiederentdeckt. Eine wundersame Auferstehung. Seit dem Mittelalter erinnert man in Orléans am 8. Mai an die Befreierin der Stadt. Doch erst im 19. Jahrhundert entwickelt der Kult seine heutigen Ausmaße. Damals kommt der Nationalismus erst richtig in Mode. Und Jeanne wird stilisiert zur Vorkämpferin eines unabhängigen Frankreichs. Heute stehen die meisten Franzosen über den Dingen und genießen einfach das Volksfest. Doch manche meinen es mit dem Nationalismus noch immer ernst. Ganz besonders die Vertreter vom Front National. Jedes Jahr demonstriert die Partei nationale Einigkeit, egal wie zerstritten ihre Anführer sind. Jeanne als Postergirl für eine Populistin. So hat sie sich die Emanzipation bestimmt nicht vorgestellt. Egal, was Politiker heute aus ihr machen. Jeanne d'Arc steht für ein neues Nationalbewusstsein, das sich nach dem Hundertjährigen Krieg erstmals in Europa entwickelt. Heute geht der Nationalstolz vor allem durch den Magen. Franzosen und Engländer kämpfen nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern in den Regalen der Supermärkte. Mit patriotischen Produkten wollen sie Kunden gewinnen. Die bekömmlichste Form von Nationalismus. Sieht man mal, was man davon hat, wenn man als heilige Jungfrau für Gott und Vaterland in die Schlacht zieht. Man endet auf dem Scheiterhaufen und irgendwann als Werbefigur auf Camembert-Schachteln. C'est vrai ça, Jeanne d'Arc.
Oh, Jeanne d'Arc, tu sais, pour moi, c'était avant tout une petite adolescente qui avait un petit peu besoin de reconnaissance. Et comme à l'époque, il n'y avait ni télécrochet, ni télé-réalité, elle a pris les armes pour devenir célèbre. Das hat gut funktioniert, aber im Unterschied zu damals kriegst du heute keinen Ärger mehr mit der Kirche, wenn du als Jungstar groß rauskommen willst. Bah oui, de toute façon, le bûcher a été remplacé par les tabloïdes. Das dunkle Mittelalter bringt auch den ersten Nationalhelden der Tschechen hervor. Prag gehört damals zum Heiligen Römischen Reich, in dem ein deutscher Kaiser und der römische Papst den Ton angeben. Davon haben die Tschechen genug. Allen voran Jan Hus. Er tritt ein für Unabhängigkeit von Kaiser und Kirche. Nicht aus Nationalismus, aus Sorge um den Glauben, zu Recht. Im 14. Jahrhundert spaltet ein weiteres großes Schisma die abendländische Christenheit. Man hat die Wahl zwischen mehreren Päpsten. Der alte Amtsinhaber aus Rom bekommt Konkurrenz in Avignon und Bologna. Das mit der heiligen Dreifaltigkeit war eigentlich anders gemeint. So kann es nicht weitergehen, findet Jan Hus. Von Prag aus will er die Kirche reformieren und sorgt für Aufsehen in ganz Europa. Der Theologieprofessor will die Kirche zurückführen zu ihren Ursprüngen. Die einzige Autorität, die er anerkennt, das Wort Gottes, die Bibel. Keinen Papst. Nun sage ich euch, unsere Kirche braucht keinen Papst. Überhaupt nicht. In der Bibel steht nirgendwo, dass sie ein Oberhaupt braucht. Unser Glaube wird viel besser geführt. Durch euch. Hus prangert die Papstkirche an, vor allem die Geldmacherei mit dem Glauben. Die Kirche verspricht euch Seelenheil für den Kauf von Ablassbriefen. Dabei will sie nur ihre Schalen füllen. Die Kirche schlägt Kapital aus der Todesangst der Menschen. Gegen Geld verspricht sie den Gläubigen einen Platz im Himmel. Ein glänzendes Geschäft, gerade in Krisenzeiten. Hier ist einer von ihnen! Er hält die Schatulle in seinen Händen! Der Streit eskaliert. Der Klerus ist aufgebracht. Ein einfacher Priester, der die Autorität des Papstes in Frage stellt. Aber welchen der drei Päpste meint er? Ausgerechnet Johannes der 23., der Gegenpapst aus Bologna, verteidigt die Kirche gegen den Ketzer aus Prag. Hus wird exkommuniziert. Zunächst werden seine Schriften verbrannt. Im Namen des rechten Glaubens landen im Mittelalter nicht nur Menschen auf dem Scheiterhaufen. Aber wie der deutsche Dichter Heinrich Heine später schreibt, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. In Konstanz tritt der Kaiser als Schlichter auf. Er ruft die Kirchenvertreter zum Konzil ins Münster. Der Kaiser sieht sich als Verteidiger der römisch-katholischen Kirche. Er will die Spaltung der westeuropäischen Christenheit überwinden und den Ketzer Jan Hus zur Buße bewegen. Hus kommt nach Konstanz. Man hat ihm freies Geleit zugesagt. Der Reformator ist überzeugt, dass die Wahrheit siegt, wie es in der Bibel steht. Ein frommer Wunsch. Kaum angekommen, raubt man Hus die hoch und heilig versprochene Freiheit und macht kurzen Prozess. Nach wochenlangen Verhören und Folter endet er als Ketzer, wie seine Schriften, im Feuer. Ein Exempel. Wer die Mächtigen in Frage stellt, endet auf dem Scheiterhaufen. Wie lange noch? Der Tod ist überall. Er schreckt kaum noch ab. Nichts soll an Jan Hus erinnern. Kein Grab, kein Gedenkstein. Seine Asche wird in den Rhein geschüttet. Doch seine Ideen sind nicht totzukriegen. Andere Reformer wie Luther,
Calvin und Zwingli werden ihm folgen. Sie verhelfen der Reformation rund 100 Jahre später zum Erfolg in Europa. Erst im 19. Jahrhundert wird Hus zum tschechischen Nationalhelden stilisiert. Die Wahrheit wird siegen. Im Kampf gegen den Kommunismus greift Václav Havel den alten Wahlspruch auf. Mit Erfolg. Heute wird der wahre Hus wiederentdeckt. Nicht als nationales, sondern moralisches Vorbild. Und erst in der heutigen Zeit kehren wir wieder zu dem Wesentlichen von Hus' Vermächtnis zurück. Also ich würde sagen, dass wir uns zu Beginn des 21. Jahrhunderts darum bemühen, im Labyrinth der Missbräuche und unterschiedlichen Auslegungen der vergangenen Jahrhunderte die Bedeutung der Wahrheit des Jan Hus auch in ihrer ethischen Dimension wiederzuentdecken. Langsam setzt sich in Europa das Licht der Erkenntnis durch. Die Krisen rütteln an der Macht, aber auch am Weltbild der Kirche. Alte Gewissheiten werden in Frage gestellt. Welchen Platz hat die Sonne im Weltall wirklich? Das fragt sich auch der Domherr von Frauenburg. Nikolaus Kopernikus. Er macht die polnische Provinzstadt zum Zentrum der europäischen Himmelsforschung. Mit einfachsten Mitteln entlockt Kopernikus dem Firmament seine Geheimnisse. Statt eines Teleskops benutzt er einen sogenannten Dreistab. Eigentlich ist die Astronomie nur ein Hobby, das der Kirchenmann seit seinem Studium pflegt. Ein Zeitvertreib mit ungeahnten Folgen. Kopernikus macht eine revolutionäre Entdeckung. Nicht die Erde, die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Planetensystems. Unsere Heimat als Randerscheinung der Schöpfung? Damals unvorstellbar. Zunächst findet die kopernikanische Wende im stillen Kämmerlein statt. Der Hobbyastronom fürchtet zwar keine Verfolgung durch die Kirche, aber Spott über sein ketzerisches Himmelsmodell. Erst 1543, kurz vor seinem Tod, veröffentlicht er sein heliozentrisches Weltbild. Luther bezeichnet Kopernikus als Narr. Auch die katholische Kirche hält am biblischen Weltbild fest und setzt das Werk auf den Index bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Mancherorts dauert das Mittelalter in Europa eben länger. Inzwischen wagen auch Vertreter des Vatikans einen kritischen Blick in den Himmel. Es gibt sogar päpstliche Astronomen, wie Pater Juan Casanovas. Der gläubige Liebhaber der Sterne erklärt die späte Einsicht der Kirche mit mangelndem Interesse. Das ist meine Meinung. Denn viele Kirchenphilosophen interessierten sich gar nicht für die Himmelsgesetze. Ob sich jetzt die Sonne bewegt oder die Erde, das hat sie einfach überhaupt nicht interessiert. Kopernikus' Arbeit ist ein Meilenstein auf dem Weg Europas in die Moderne und gibt das Startsignal für die Erforschung des Weltalls. Ihm zu Ehren tauft die Europäische Raumfahrtagentur einen Satelliten Kopernikus. Er richtet seinen Blick nicht auf den Himmel, sondern auf unseren blauen Planeten, wie die Astronauten. Eine neue Perspektive. Über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos. Wenn man bedenkt, was die Kirche jahrhundertelang für einen Aufwand betrieben hat, um diese ganzen wissenschaftlichen Schriften zu unterdrücken. Und am Ende musste sie dann doch immer zugeben, dass alles stimmte. Alors qu'il suffit souvent de regarder par soi-même, avec un télescope par exemple. Mais bon, le clergé avait déjà établi une vérité, une soi-disant vérité, sous le sceau de l'Église. Wer am Weltbild rüttelt, der rüttelt auch an den Bischofsstühlen und Thronen, dachten die damals. Die hatten einfach Angst. Mais l'ignorance est une bénédiction, c'est très bien pour le pouvoir. Mais n'oublions pas que même Copernic était un homme d'église. Stimmt, es gab also auch damals vernünftige Leute. Und heute hat die katholische Kirche sogar einen Chefastronomen. Comme on dit, et pourtant, elle tourne. Brüssel im 16. Jahrhundert. Die Menschen richten ihren Blick nicht nur auf Gott und den Himmel, sondern auch auf sich selbst.
Europa steht an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. Außerhalb von Gotteshäusern ist die Auseinandersetzung mit Leben und Tod bislang tabu. Doch Neugier setzt sich allmählich durch gegen Glaube und Aberglaube. Andreas Vesalius will den Geheimnissen unseres Körpers auf die Spur kommen und die menschliche Anatomie studieren. Dafür muss er sich einiges einfallen lassen. Die Kirche hat die Untersuchung von Leichen untersagt. Ein Vergehen an der göttlichen Schöpfung. Wer sich nicht strafbar machen will, muss mit Tierkadavern Vorlieb nehmen. Oder Schweinebraten sezieren. Das ist zwar appetitlicher als Leichenfledderei, befriedigt Vesalius' Forscherdrang aber nicht wirklich. In der Mitte Europas stehen die alten Glaubensvorschriften dem Fortschritt noch immer im Weg. Dagegen wird der Süden zum leuchtenden Vorbild. Die Renaissance, die Wiedergeburt Europas, beginnt in Italien. Dort, wo die Pest zuerst gewütet hatte. Auf kleinstem Raum rivalisieren Königreiche, Herzogtümer und Republiken um Macht und Ansehen. Ihre Konkurrenz belebt das Geschäft, aber auch Kunst und Wissenschaft in Norditalien. Ein Vorbild für Europa. Durch Städte wie Bologna weht der Geist des Fortschritts. Auch Andreas Vesalius zieht es hierhin, an die älteste Universität Europas. Endlich darf der angehende Arzt menschliche Körper sezieren. Seine öffentlichen Leichenschauen finden ausgerechnet in einem Gotteshaus statt. Eine Sensation. Und das sogar mit dem Segen der Kirche. In seinem anatomischen Theater bietet Vesalius einem breiten Publikum Einblicke in den menschlichen Körper. Der Tod wird vom Schicksal zum Forschungsobjekt und verhilft der Wissenschaft zur Wiedergeburt. Seine Erkenntnisse veröffentlicht Vesalius im ersten modernen Anatomiebuch der Welt. Die detailgenauen Zeichnungen bilden die Basis unserer heutigen Medizin. Inzwischen braucht man kein Skalpell, um menschliche Körper zu durchschauen. Aber das Gehirn, der Sitz des Geistes, gibt uns noch immer Rätsel auf. Hier hat alles begonnen. Florenz, Wiege des modernen Europas, Geburtsort der Renaissance und ihrer wichtigsten Vertreter. So wie Michelangelo, der mit seinem berühmten David an antike Vorbilder anknüpft. Doch er ist nicht der größte Star der Stadt. Ende des 15. Jahrhunderts beginnt hier der Aufstieg des wahrscheinlich größten Universalgelehrten Europas, Leonardo da Vinci. Sigmund Freud sagt später über ihn: Er glich einem Menschen, der in der Finsternis zu früh erwacht war, während die anderen noch alle schliefen. Niemand verkörpert europäischen Erfindergeist wie Leonardo. In Anlehnung an seine Naturbeobachtungen entwirft er unzählige Maschinen. Zwar heben seine Flugapparate nie wirklich ab, doch wie viele seiner Entwürfe nehmen sie moderne Erfindungen vorweg. In den folgenden Jahrhunderten realisieren europäische Ingenieure viele seiner Ideen. Leonardo. Der Vater der modernen Technik. Leonardo interessiert sich auch für menschliche Anatomie. Sein Studium des Todes dient nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Kunst. Wie viele Meister seiner Zeit sieht er die Kenntnis des Körpers als wichtige Voraussetzung, um das Wesen eines Menschen auf Leinwand zu bannen. Mit kaum einem Gemälde gelingt ihm das besser als mit der Mona Lisa, dem Porträt einer Florentiner Kaufmannsfrau. Kein Heiligenbild wie im Mittelalter, sondern ein weltliches Motiv. Das Individuum hält wieder Einzug in die europäische Kunst.
Leonardo verhilft der Renaissance auch in Frankreich zum Durchbruch. Seinen Lebensabend verbringt er an der Loire. Er folgt dem Ruf des französischen Königs und beweist sein Talent als Architekt. In Chambord verewigt er sich mit einer Wendeltreppe im Zentrum des Schlosses. Den Aufstieg zum unbestrittenen Kunstzentrum Europas verdankt Frankreich jedoch einem anderen Meisterwerk, der Mona Lisa. Leonardo hat sein Lieblingsbild mit an die Loire gebracht und hält es bis zu seinem Tod unter Verschluss. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wohnt La Joconde im Louvre, bis sie 1911 geraubt wird von einem italienischen Anstreicher. Vincenzo Perugia will La Gioconda nach Hause bringen. Für die Italiener ist sie ein Nationalsymbol. Ihr Heimaturlaub dauert über 2 Jahre. Vor der Rückkehr nach Paris geht sie auf Tournee in Italien. Per Bahn, natürlich erster Klasse. Seitdem ist sie das Prunkstück des Louvre und lockt jährlich Millionen Besucher aus aller Welt. Die Katastrophen des Mittelalters hat Europa hinter sich gelassen. Den Tod haben wir weithin verdrängt. Heute sind wir mehr mit uns selbst beschäftigt. Doch die Krisen haben unseren Kontinent nachhaltig geprägt. Im Glauben, in der Wissenschaft und der Kunst. Ohne Tod keine Wiedergeburt, keine Renaissance in Europa und auch keine Mona Lisa mit ihrem geheimnisvollen Lächeln. Dis-moi, à ton avis, pourquoi exactement est-ce que la Renaissance représentait un changement si important à l'époque? Weil in der Renaissance das menschliche Individuum ins Zentrum rückte und sich aufmachte, um neue Welten zu entdecken. Aha, dis donc, mademoiselle, je sais tout. Et quelle individualité alors exactement? In unserem Fall sogar 2. Reinschauen, lächeln und